Lächeln. Dachte, der mal Leonard. Moin! Sag dir nicht ab. Und damit herzlich willkommen. Herzlich verpiss dich. Aber Leute, Mama hat gar keinen Bock auf dieses Video. Aber willkommen zu meiner Dior Versace Prada Gucci Prada. Du gibst ja da ganzen Geld weg da! Nein, Mama, das ist Angebot, das war Angebot. Du machst gleich Ratespiel. Die gibt's! Doch, guck mal. Doch. Wir machen Ratespiel. Ach so, von 500 auf 499 oder was? Nein. 500 wäre gut. Auf jeden Fall. So, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, lange habe ich kein YouTube-Video mehr gemacht. Wir sind wieder dabei. Danke. Klatsche nicht so blöd. Wallah, Krise! Auf jeden Fall, ja, heute haben wir, wie ihr schon sehen könnt, eine Haul, nennt man das, Haul. Haul ist so, ich pack die Sachen aus, zeig die, aber wir machen Upgrade. Das heißt, du reagierst auch ein bisschen drauf, weil das habe ich alles im Angebot geholt, weißt du ja. Du, also, keine Ahnung, kennst du Prada? Sowas gibt es nicht im Angebot. Okay, welche? Wir sind nicht in Türkei! Okay, kennst du Dior? Kennst du Versace, kennst du? Welche Marke? Wo du geboren bist, kenne ich die alle. Ich kenne das. Aber egal. Okay, das kannst du doch gar nicht kennen. Das gab es in deiner Zeit gar nicht. Boah. Nee, das nicht. In deiner Zeit hat man Perücken getragen und hat so Haare bis hier und dann. Da Jeans. Wie heißt das? Also Leute, wir spielen jetzt ein Ratespiel. Ich zeige mal eine Sache. Hast du für mich Dings hier? Ja. iPhone 13 geholt? Wir beginnen jetzt mit dem Spiel. Okay, Baba, du freust dich ja übertrieben auf dieses Format, deswegen such dir eine Tüte aus. Das, liebe Leute, ist eine meiner Lieblingssachen. Beziehungsweise, das habe ich mir schon sehr, sehr lange gewünscht. Das ist die neue Dior-Tasche. Eine Umhängetasche. Oh, mit Schleife. Wow. Ja, das ist Schleife, das ist, damit ich dich erhängen kann. Und? Was? Was glaubst du, wie viel habe ich gezahlt für diese Tasche? Ganz normaler Preis, einfach sowas aus Bauchgefühl. 180. 180. Fast. Du hast fast recht. Das waren tatsächlich ja fast eine Null mehr. Das sind 1200 Euro. Ich meine, eine Null zu wenig, 120. 1180? Nein! 200, nicht 180, 20 Euro mehr. Aber wie findest du die? Schön für 100, aber nicht für 1000. Wenn du mir gibst, dann geht's. Was war das für dich? War das ein? Ich hab keinen Bock mehr. Das sag ich dir. Onkel, Prada. An der Stelle muss ich sagen, bei Prada, ich habe versucht zu handeln. Du kannst stolz auf mich sein, ich habe was von dir gelernt. Das Handeln. Du kannst nicht handeln. Doch. Und es hat tatsächlich nicht funktioniert. Also, hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall, ich wollte das kaufen und die haben sogar mit dem Schichtleiter geredet. Und der Schichtleiter ist nochmal rein zum Chef, nur um versuchen, irgendwie Rabatt zu bekommen. Aber die haben mir keinen Rabatt gegeben, die haben mir aber gesagt, I have a gift for you. Und da haben wir dann so, und als ich das gekauft habe, haben wir auch so Party gemacht und die haben uns so Getränke gegeben und so. Natürlich kein, also die haben Champagner angeboten, aber natürlich habe ich gesagt, Orangensaft und so. Wenn man sowas kauft, dann kann man Champagner auch nehmen. So verrückt kann keiner sein, man kann so ruhig Alkohol nehmen. Auf jeden Fall haben die als Geschenk dieses Buch gegeben und ich dachte mir, hä, warum geben die das als Geschenk? Das muss ja was Besonderes sein. Es ist ein Katalog, damit du noch mehr kaufen kannst. Ja, also super, also Applaus für Prada. Wow, ihr seid die Hose geworden.
Wasserfest. Wasserfest? Wasserfest. Von dich bestellt, oder? Ich war sehr lange überlegen, ob ich mir die holen soll, denn der Preis ist wirklich ein bisschen viel. Aber ich habe mir sie doch geholt. Was würdest du sagen, wie viel ich für die gezahlt habe? Ist das nicht von dich? Nein, das ist von dich. Also eine echte? Ja. 250. Ja, musst du rum an. Leute, das war's mit dem Video. Angehört, oder? Ich würde nicht mehr als 250 bezahlen für sowas. Da, kann. Aschid, Aschid. Aschid, bevor du ins Grab gehst. 1200 Euro. und 1200 sind 2400. Boah, das ist Bestseller. Das ist. Das tragen nur Stars. Stars, du bist kein Stars. Du bist ein Hund. Beim Schlafen, ich glatze dir. Glatze? Ich mach dir eine Glatze, das schwöre ich dir. Und bind ich dich im Bett, dass du nie rausgehen kannst. Welches willst du jetzt? Egal. Jetzt. Ferhada. Ferhada? Ja. Versace, Freunde, Trommelwirbel. Das ist eine neue Kollektion von Versace. Das ist ein schönes Hemd. Ein neues Hemd. Ja, das ist neu rausgekommen, Versace. Das ist eine sehr, sehr bekannte Marke. Was sagst du, wie viel hat dieses Hemd hier gekostet? 500. Punktlandung! Alter Schwede! Boah, das hat sogar... Oh mein Gott, warum ist das? Auf jeden Fall, das hat 1000 Euro gekostet. Aber an dem Tag... Hatte ich 50% bei Versace. 50%? Ja, 500 war richtig. Okay, nächste, welche jetzt von beiden? Egal. Egal? Diese kleine da. Wie heißt das nochmal? Discuares. Alles klar. Das ist eine neue. Eine neue Cappy. Sieht schön aus, besser als die andere. Was sagst du, wie viel habe ich für die gezahlt? Das war das was? 150. Ist sogar günstiger gewesen. Ich habe 120 bezahlt. Ja, schön. Du hast sogar 150 gesagt. Und ich gucke so einen für 5 Euro oder 10 Euro. 5 Euro oder 10 Euro, 5 Euro, 7,99 Euro. 7,99 Euro, ja kalt. Mama ist genau so, Leute. Er guckt 5,99 Euro oder 10,99 Euro. Bei Gott, wenn die ihn sagen 10,99 Euro, er holt das nicht. Nur wegen 2 Euro oder so, er holt das nicht. Ja, Baba, ich bin nur einmal in Milano. Ich hab mir gesagt, ich gehe dann, oder lässt du mich dann nochmal? Wenn du das Geld gibst für arme Leute, für das 120 Euro, wäre viel, viel für mich, würde ich glücklicher. Okay. Glücklicher, lieber für die armen Leute. Okay, Baba, weißt du, was wir machen? Ich verspreche dir jetzt in diesem Video, Wallah, inshallah, wenn ich nächstes Jahr noch lebe, baue ich mit dir zusammen, wir fliegen nach Afrika und wir bauen einen Brunnen für die armen Menschen. Einen Brunnen Wasser. Okay? Da, wo Muslime leben. In Afrika. Na schön, Libanon auch. Gibt's Leute. Aber in Afrika ist auch gut. Leute, ich bin ab heute jeden Tag auf TikTok live. Ihr könnt mir gerne was spenden. Es sind die neuen Balenciaga Triple S. Ist das tiefer gelegt oder? Tiefer gelegt. Es ist auch jetzt bald Winter und Auspuff. Und Stoßdämpfer. Oder was? Alter Schwede, das ist allein ein halbes Kilo. Schwer, ne? Ja, so. Sehen die aus? 800. Papa, das ist heute richtig gut am Ende. Aber es sind noch 100 Euro mehr. Ah! Warte doch mal. Ich will gucken, ob das ist, richtig ist. Ob die original. Oh, die sind toll, die sind toll.
895 Euro. Die Balenciaga. Wunderschön, oder nicht? Ich kann ein Auto kaufen für das Geld. Das waren jetzt so die ganzen Sachen. Fazit zu den ganzen Sachen. Wie findest du sie? Ich gebe dir 3 Sekunden. Dann verpisst du dich hier. Geh weg. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Baba hat es natürlich auch gefallen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich teuer. Da hätte man, also ich konnte es nicht kaufen. Aber du hast, aber von anderer Seite muss ich sagen, du hast das verdient. Du hast das gearbeitet, du hast hart gearbeitet. Die Leute wissen nicht, wie du hast nicht geschlafen. Von da, vom Flughafen zu anderen Flughafen arbeiten, Video machen, TikTok machen, YouTube machen. Wie du geackert hast, hast du das verdient. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du musst mir mein Auto kaufen. Das berede ich wieder. Kauf dir eine Pulle. Verpiss dich jetzt.